Wie kannst du dafür sorgen, dass auch bei komplexen Aufträgen deine Kalkulation am Ende hinhaut? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen mal wieder zu einem GVMA, Geld verdienen mit Autopflege. Heute möchte ich mal darüber sprechen, welche Maßnahmen du ergreifen kannst, dass bei jedem Auftrag deine Kalkulation möglichst gut hinhaut. Denn wenig ist schlimmer, als entweder kostenlose Arbeit on top zu geben, weil der Aufwand einfach größer wird, oder nervigerweise den Kunden anrufen zu müssen und sagen zu müssen, hey, es wird leider teurer. Da geben wir dir jetzt einen Trick an die Hand, wie du direkt bei der Auftragserstellung dafür sorgen kannst, dass du gewisse Unsicherheiten ausgleichen kannst. Wenn du einen Neuwagen zur Aufbereitung hast oder ein gut gepflegtes Fahrzeug, was zeitnah nach der Besichtigung zu dir kommt, ist es in der Regel kein großes Problem abzuschätzen, wie viel Zeit du brauchst und damit auch wie teuer der Auftrag werden kann. Wenn du jetzt aber, sage ich mal, sehr große Aufträge hast, also eine sehr umfangreiche Arbeit, oder der Termin zwischen Besichtigung oder die Zeit zwischen Besichtigung und Aufbereitungstermin sehr lang ist, ein Monat, zwei oder drei Monate, kann es durchaus passieren, dass dir dann bei der Auftragsdurchführung, bei der Besichtigung oder bei dem Check des Autos vom Polieren Dinge auffallen, die den Auftrag verlängern. Wenn du jetzt an der Stelle dir keinen Puffer ins Angebot einkalkuliert hast oder den Kunden entsprechend darauf vorbereitet hast, dann stehst du eben vor diesen zwei Fragen. Entweder arbeite ich umsonst, um meinen Kunden zufriedenzustellen, oder rufe ich den Kunden an und riskiere einen genervten Kunden, weil es am Ende doch teurer wird. Die Problematik kannst du vermeiden, indem du einfach, wie ich gerade schon erwähnt habe, dir einen Puffer in dein Angebot einkalkulierst. Das heißt, wenn du mit dem Kunden ums Auto gehst und kalkulierst oder abschätzt, wie viel Aufwand du hast, dann erklär ihm doch, wie komplex die Fahrzeugaufbereitung noch ist und dass es durchaus passieren kann, dass beim Arbeiten Schritte auffallen, die dann doch länger dauern und aufwendiger sind. Erklär ihm, dass du lieber von vornherein 10% oder 20% Puffer ins Angebot einkalkulierst oder aber kalkulierst anhand von zusätzlichen Arbeitsstunden, die du abschätzen kannst. So kannst du zum Beispiel bei einem Kunden, der eine One-Step gebucht hat, also eine einstufige Politur, weil der Lackzustand es hergibt und der danach eine Keramik haben will, ihm noch sagen, dass du vielleicht hier und da einen einzelnen Kratzer mal beseitigen musst, der erst dann auffällt, weil du beim Polieren natürlich den Lack noch viel genauer betrachten kannst. Dann kannst du ihm sagen, dass du für diesen Fall 2, 3, 4, wie viele Stunden auch immer, ins Angebot einkalkulierst und diese natürlich nur fällig werden, wenn es tatsächlich zum Aufwand kommt. Die zweite Variante, und das ist die, die wir häufig machen, wir kalkulieren einfach 2, 3, 4, 5, wie viel auch immer, Stunden ins Angebot mit rein, damit wir dann gleich wissen, ob der Kunde die Bereitschaft hat, diesen Betrag zu bezahlen. Und wenn wir die Stunden am Ende nicht brauchen, verwenden wir sie entweder für etwas anderes, also eine Zusatzleistung für den Kunden, oder der Kunde muss sie am Ende einfach gar nicht bezahlen und freut sich, wenn er das Auto abholt, über eine günstigere Rechnung. Trotz dieses Puffers solltest du natürlich auch bei der Besichtigung für optimale Verhältnisse sorgen. Lass den Kunden sein Auto vorher waschen oder wasche es einfach selber. Du kannst ja dann eine Angebotswäsche anbieten, die relativ günstig ist, einfach eine normale Oberwäsche, um den Lackzustand zu beurteilen, damit du dir auch neben diesem Puffer nicht Terminschwierigkeiten einbaust. Nehmen wir mal an, du planst für das Auto 1,5 Tage und auf einmal kommen aus irgendeinem Grund, weil irgendein Wachs auf dem Auto war, Defekte zum Vorschein, die dafür sorgen, dass du einen halben oder einen ganzen Tag länger brauchst. Spätestens dann wird es neben dem Preis, den der Kunde bezahlen müsste, auch schwierig, vielleicht mit Folgeterminen, die du entsprechend eingeplant hast. Also ganz wichtig, dieser Puffer sollte nicht dafür sorgen, dass du nachlässig bei der Besichtigung wirst und einfach nicht mehr richtig hinguckst. Zum Schluss noch mein Tipp für dich, wenn du weitere Themen aus dem Bereich GVMA, Geld verdienen mit Autopflege, also die unternehmerische Seite der Fahrzeugaufbereitung, kennenlernen willst, buch dir unten den Online-Kurs. Du findest den Link und alle weiteren Informationen da. Da gehe ich einmal komplett durch den ganzen Bereich selbstständig sein, Unternehmer sein mit Autopflege. Da ist mit Sicherheit noch die eine oder andere wichtige Information für dich dabei. Guck dir gerne mal die Infos an und ich freue mich auf dich im Kurs. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Drück gerne die Glocke, um kein Video zu verpassen, und abonniere natürlich den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.